So, hallo, wir machen weiter. Bei Binding of Isaac Repentance, wir sind in den Back-Ass-Watch-Challenges angekommen. Was heißt in der Back-Ass-Watch-Challenge angekommen, die immer wieder den gleichen Anfang hat. Man muss halt Satan bekämpfen. Und man sollte es einfach sofort lassen, wenn man eine schlechte Ausgangsposition hat. Das Problem ist... Oh, ich habe die Träne... Okay. Wir haben... Ist es... Ja, das ist die Kontrollträne. Die kann ich einfach da oben lassen und jetzt mache ich dauerhaft Schaden bei ihm. Wir gucken mal, wie das läuft. Wie sieht der Damage aus? Ist okay. Aber ich kann jetzt halt ansonsten... Ja, okay. Ich habe so eine komische Fliege um mich rum. Die schießt ab und zu mal auf die Bullets von ihm. Aber ansonsten mache ich ihm jetzt dauerhaft Schaden, weil die Träne von mir in seinem Gesicht ist. Einfach. Aua. Na, die da oben. Da ist die Träne. Die ist in seinem Gesicht. Ganz cool. Scheinbar nicht so viel Schaden, weil es dauert halt ewig, bis es in die nächste Phase geht. Ah, nee, ich habe nichts gesagt. So, jetzt muss ich allerdings die Träne runterholen. Und damit... Oh, die ist super langsam. Und damit die anderen versuchen zu treffen. Das ist jetzt halt... Alter! Die kommt nicht hinterher! Was ist das denn? Wie soll ich denn so... Oh mein Gott, die ist super langsam. Warum ist die so langsam? Ist das Shot Speed, woran das liegt? Oder was ist ein super lang... Ja... Ja, das ist alles super langsam. Ich verstehe. Glaube ich. Oh, scheiße. Also, damage-technisch ist es cool. So, aber die ist super langsam. Das macht es extrem schwierig, Gegner zu treffen, die schnell sind. Oh, das wird jetzt gleich nochmal ganz interessant. Auf eine andere Art und Weise. Weil ich kann die jetzt halt nicht an einer Position halten. Ich muss die halt bewegen. Das ist das Ding. Mein gut, hier mein Kollege, der hilft dir auch noch ein bisschen mit. Macht das wieder weiter. Oh, come on. Na komm. Gut. So, jetzt muss ich gut ausweichen und die Träne hinterher kommen. Oh nein. Nee, das geht nicht. Die Träne ist so langsam. Es geht nicht. Es funktioniert. Oh mein Gott, ich kann nicht gleichzeitig. Alter, ich bin überhaupt nicht so multitaskingfähig, dass ich die Träne steuern kann zu ihm. Und, oh mein Gott. Und gleichzeitig weiche ich. Oh mein Gott, das hat überhaupt nicht hingehauen. Ja, nee. Kann ich knicken. Schade. Ist eine coole Sache. Mit der Träne, die man steuern kann. Aber so von der Ausrüstung her war es jetzt Mist. Leider. Oh. Bombe gelegt. Okay, wir leuchten. Was können wir so ein bisschen? Ach, schon wieder Münzen. Ach, und dieses komische Ding kann ich pfeffern. Ich weiß nicht, wie viel Schaden ich mit dem Ding mache, aber ich glaube nicht allzu viel. Aber ich kann ihn nur mal wieder hochpfeffern. Wie gesagt, keine Ahnung, wie viel Schaden ich da mache. Ich hoffe, genug. Oh shit. Aber die Münzen alleine. Naja, der Damage ist auch ziemlich kacke. Ah, ich wüsste gerade nicht, warum ich das hier weiterspielen soll. Ist jetzt nichts wirklich Effizientes. Auch am Rand sehe ich jetzt nicht so die geilsten. Also, hier sind ein paar coole Sachen dabei. Aber die nützen mir halt jetzt nichts, um hier durchzukommen. Nee, komm. Okay, Pille. Yo! Das wiederum... Das... Okay, der Damage ist scheiße. Aber das könnte trotzdem, so weil es Piercing ist und so, ne? Das könnte
Könnte gut sein. Das könnte hoffentlich gut sein. Ich hoffe, dass es gut ist. Wir werden sehen. Wir sehen es frühestens, wenn die ersten großen Gegner hier auftauchen. Ah, Mist! Weil man macht halt dauerhaft, also man macht halt viel Berührungsschaden. Berührungsschaden, also halt hier, ne? Durchdringungsschaden, sozusagen. Ach, ich... Okay, man hört es auch, wenn er den macht. Da macht er so... Ja, aber es dauert schon lange, bis er in der nächsten, in dieser Phase reinkommt. Ja, ich mach wahrscheinlich, weil der Damage so scheiße ist. Ach, come on. Jetzt geht er nach hinten. So, jetzt gucken wir mal, wie das hier läuft. Also das ist das Entscheidende eher. Wie läuft diese Phase? Gehen die schnell down? Dauert's ewig? Oh Gott, es dauert ewig. Schade. Da hat die Optik mehr versprochen. Da habe ich echt keinen Bock. Ich könnte mir jetzt schon... Nee. Nee. Das ist nichts. Okay, wir haben ein Schwert. Und eine Pille. I can see forever. Okay, ich schieße Tränen und das Ding selber macht wahrscheinlich auch Damage, nehme ich an. Ja, das Ding selber macht auch Damage. Die Frage ist, wie viel? Damage ist bei 3. Hä? Okay, schieße ich irgendwie Explosionstränen? Oh, ich habe dieses Brain. Das Brain ist natürlich nice, aber das Problem ist, damit spreng ich mich selbst. Da muss ich böse aufpassen. Oh nee, ich will das Brain nicht haben in der... Oh nee, mit dem Brain ist, geht alles kaputt. Alles nice, bis ich das Brain bemerkt habe, war alles nice. Aber mit dem Brain werde ich mich sprengen. Ach, ärgerliche Momente. Im Moment, wenn du realisierst, dass du ein Brain hast und es nicht willst... Ja, da war wieder die Explosion vom Brain. Mist. Sonst war es eine coole Geschichte. Okay, irgendwas schießt jetzt schon um mich rum. Okay, ich schieße normal. Was macht dieser Rasierer? Macht der Kontaktschall? Der macht gar nichts. Ah, dieser Kollege schießt um mich rum. Was macht mein Schaden? Das ist auch ziemlich über Müll. Okay, ich habe viele Bomben. Sind die Bomben irgendwie effektiv? Können die was? Wir können ihn so ein bisschen stunnen. Nee, können sie auch nicht. Scheiße. Nee, sehe ich jetzt nicht, hier den weiter zu spielen. Ich habe wieder so ein komisches Herz. Oh, okay. Das sieht... Was immer passiert, es sieht sehr wild aus. Was haben wir denn? Was haben wir denn alles dabei? Wir haben Laser, das erkenne ich. Wo kommen denn diese komischen Dinger her? Es sieht sehr wild aus. Ich weiß halt nicht... Schaden ist nicht so perfekt. Aber okay, wir sind jetzt schon in der Phase. Wir haben keine Energie verloren, effektiv. Okay, so viel dazu. Jo, aber das sieht sehr wild. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe halt vor allem nicht, wo ich getroffen werde, wenn ich getroffen werde. Wovon werde ich getroffen? Was waren das jetzt für 3 Treffer? Ich habe nichts gesehen. Ich wurde einfach getroffen und war... Okay, jetzt geht das wieder los. Hey, wo? Was? Wird mein Herz getroffen? Werde ich getroffen? Keine Ahnung. Ich habe irgend so ein Herz dabei. Wir haben jetzt so viel Energie verloren in so kurzer Zeit. Ich verstehe es nicht.
Okay. Ah, ich verstehe, warum die leuchten. Das ist die Krone auf dem Kopf. Die Krone auf dem Kopf war, glaube ich, das... nee, nicht die Krone. Das ist ein anderes Item. Das ist ein anderes Item, das, wenn ich sehr oft treffe, also wenn ich wenig misse, dass ich dann mehr Schaden mache. Deswegen leuchten die Dinger so. Und haben dann vorher nicht mehr geleuchtet, weil ich dann nicht mehr so oft getroffen habe. Deswegen geht auch der Damage an der Seite rauf und runter. Ja, das ist das. Ich verstehe. Nein! Wird viel zu viel wieder getroffen. Ist alles Mist hier. Also es ist wieder viel Optik, ne? Problem ist, dass ich durch diese... Also durch das... Okay, wir machen Regenerierung. Durch irgendein Item regenerieren wir uns. Das ist auch sehr gut. Alter, der ist zu schnell. Jetzt machen wir wieder mehr Schaden, jetzt nicht mehr. So, jetzt muss ich mich ganz schön um den kümmern, der Trollbomben legen kann. Das ist der... Wait! Ich dachte, ich hatte gerade den Eindruck, dass uns Trollbomben nichts ausmachen, aber da habe ich mich wohl getäuscht. Du musst weg, der Rosane muss weg. Genau deswegen musst du weg, mein Freund. Weil du Trollbomben... Ja, nice, alle auf einmal weg, okay. Aber manchmal machen wir Bomben nicht so, als hätte ich irgendwie einen... Oder ist es das Herz, was getroffen? Ich weiß es nicht. Ob ich jetzt getroffen werde oder das Herz, keine Ahnung. Aber das Herz ist ja direkt bei mir, also das macht keinen großen Unterschied. Würde ich jetzt mal vermuten. So. Jetzt sind wir wieder hier. Danke. Ja, doppelter Treffer. Nice. Und nochmal. Ah, doch nicht. Es kommt dann ja nochmal erst die Engel und so weiter. Ich hab's seit Ewigkeit nicht mehr dahin geschafft, ne? Das ist echt traurig. Kann ich den Panic-Button pushen? Wieso habe ich keine roten Herzen? Ich habe nur schwarze Herzen. Das ist nicht gut. Das ist vor allem im Hinblick auf den Fortgang der Challenge nicht gut. Cool. Come on. So, wie schnell machen wir euch weg? Lol. Okay. Irgendwas hat gerade meine Tiers erhöht. Ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwas hat gerade meine Tiers erhöht. Irgendein Effekt. Mist. Jetzt sind sie wieder runter. Ne, die gehen weiter hoch. Die Tiers gehen weiter hoch, okay. Alter, es passieren hier so wilde Sachen und ich komm durch diese Phasen nicht mehr durch. Oh Gott, können wir wieder die Phase mit dem Messer zurückhaben? Ich will schon wieder resetten. Das Ding ist halt, durch die schwarzen Herzen, so komme ich halt eh nicht weit. Kann ich knicken. Okay, das sieht interessant aus. Was bin ich jetzt? Gift-Guy mit irgendwelchen Laser-Dingern, okay. Okay, ich habe es irgendwie geschafft, dass seine Hand Schüsse anzieht von anderen Sachen.
Also ich kann seine Hände magnetisieren, oder wahrscheinlich kann ich Gegner magnetisieren und die zieht's dann, da zieht's dann die Schüsse an oder sowas. Keine Ahnung. Ja. Ja, tatsächlich. Also mit meinen Tiers, was auch immer das wieder für ein Effekt ist, da ist wieder so ein. Da ist wieder so ein Symbol dabei, was ich nicht kenne. Wo ich auch wieder sage, das sieht aus wie diese Sternzeichen-Symbole, aber es ist. Wahrscheinlich ist das der Effekt. Könnte ich mir denken. Ich glaube, das sind so wirklich OP-Symbole. Diese Sternzeichen, also diese anderen Sternzeichen-Symbole da. Also ich weiß nicht, was es ist, aber immer wenn die da sind, passiert irgendwas ganz Verrücktes. Entweder ich kann nicht getroffen werden oder plötzlich zieht ein Gegner, und in dem Fall eben die Hände, zieht einfach andere Tränen an. Ganz wilde Dinge passieren hier schon wieder. Was bist du denn? Der, du siehst aber anders aus. So. Aber der Damage ist halt schon wieder. Ja. Ja. Aber da gehen jetzt die Tränen nicht auf ihn drauf. Deine eigenen, ich verstehe das. Aua. Oh, Junge. Jetzt schaut euch das an. Wir machen nichts an Schaden. Was war das denn? Alter. Was passiert in dieser Challenge, bitte? Für verrücktes Zeug. Aber wie gesagt, also ich mach so wenig Schaden. Nee, komm. Komm. Das schließen wir hier ab. Wahrscheinlich werdet ihr bei ganz vielen Konstellationen sagen, wieso hast du abgebrochen und jetzt weiterspielen müssen? Das war so die perfekte Kombination, aber da ist schon wieder so ein Symbol. Seht ihr diesen Dreizack? Seht ihr diesen Dreizack? Oh, meine Range ist. Na, es geht. Oh, ich lade irgendwas auf. Oh, wenn ich nicht. Wenn ich nicht schieße, lade ich irgendwas auf. Ah, okay. Ich kann ganz kurz richtig viele Tiers abfeuern, wenn ich nicht eine Zeit lang nicht schieße. Also wenn ich, okay, wenn ich immer wieder so ein bisschen gedrückt halte, dann schieße ich mehr. Okay, ich verstehe. Aua, mein Gott. Aber machen wir viel Schaden? Ja, schadentechnisch ist eigentlich ganz cool. Ja, okay. Guck mal. Also jetzt wieder kurz warten und dann wieder hier drauf. Ja, okay. Wenn ich das ein bisschen organisiert bekomme, kann ich das, oh ja, kann ich das schon für meinen Vorteil nutzen. Weil dann mache ich kurz, aber viel Schaden. Ich muss halt treffen auch mit den vielen Tränen dann. Das ist das Ding. So, zum Beispiel. Er hat jetzt leider auch gleichzeitig getroffen, das ist nicht so gut. Okay. Ich bin auch recht schnell, was das Ausweichen angeht, also das passt soweit. Und ja, also Spacebar-Items kriegt man offenbar bei dieser Challenge wirklich überhaupt nicht. Aua. Come on! Ich komm nicht raus, ich komm nicht raus. Holy shit. Das hat so böse jetzt gezwiebelt. Ah, es hat so viel Schaden jetzt wieder gemacht. Das war scheiße. Ah, das war scheiße. Nee.
Nee, das wird nix. Oh, lol. Das war richtig schlecht. Ah, ich habe schon wieder dieses blöde Brain. Wenn da jetzt nicht irgendwas Geiles noch dabei ist. Okay, ich habe Doppelschuss. Und den Typen, den ich wegschießen kann. Nee. Und gebt euch den Shit weg damit. Okay, wir können von Explosionen nicht getroffen werden. Das ist nice. Was haben wir sonst noch so? Das Rainbow Baby. Und Laser. Damage ist nicht so nice, aber wie gesagt, dass wir von Explosionen nicht getroffen werden können, ist schon mal sehr, sehr gut. Und irgendwas anderes haben wir noch, was komische Dinge mit den Tränen macht. Aber der Laser ist natürlich insane. Ja, ah, ich hab so... Ja, okay, ich hab so Dinger, die am Boden... Ah, Mann! Ich hab so Dinger, die am Boden gesetzt werden. Zum einen gibt's dann so einen Slow-Effekt. Und das sieht, glaube ich, auch Sachen an. Deswegen sind die Hände vorne in der Mitte gelandet, da so. Diese komischen schwarzen Löcherteile, was auch immer das ist. Ach, ich hasse es, dass ich das nicht realisiere, wenn er das macht. Nein, geh doch nach hinten jetzt. Oh je, aber der Damage ist halt scheiße. Ah, es ist alles gut, aber der Damage ist richtig kacke. Ja, jetzt sind wir hier. Mal gucken. Na, aber seht ihr das? Es dauert 3 Jahre, bis die down sind. Aber wir haben halt coole Effekte dabei und insofern würde ich jetzt trotzdem mal probieren, weiterzuspielen. Auch ernsthaft weiterzuspielen. Und mal schauen, wohin uns die Reise führt. Bomben muss ich jetzt schon mal keine Angst haben. Also die ganzen Trollbomben, die mich sonst geärgert haben, können mich jetzt nicht mehr ärgern. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, Damage ist richtig Mist. Damage ist böse Mist, aber mal schauen, vielleicht können wir es irgendwie kompensieren. Nein! Oh je, nur noch 3 Herzen, das ist nicht gut. Ach, Scheiße. Ich muss irgendwie dafür sorgen, dass ich ihn sehe, aber dass ich auch ausweichen kann trotzdem. Weil, ja, das ist das Ding. Entweder ich bin zu nah dran, dann kann ich nicht ausweichen. Oder ich sehe nicht, was er tut, dann kommt der Brimstone auf mich geflogen da unten. Diesmal bin ich ausgewichen. Hast du davon. Oh, ich dachte, es kommt Boomstone, aber es war kein... Ja, siehst du, jetzt habe ich wieder solche Dinge da gesetzt und dann gehen die Tränen nämlich dahin. Verpuffen einfach. So, da kommt der Boomstone wieder. Da seht ihr das, wie lange es dauert, bis wir ihn in der nächsten Phase haben. Das ist... Nee. Das ist leider nicht, was ich bestellt habe. Ja, jetzt ist er in der nächsten Phase. Oh Gott. Alter, wie lange? Daran sieht man, wie kacke der Damage ist. Also, nee, es bringt leider nichts.
Wir hatten gute Voraussetzungen, aber der Damage ist halt absolut Mist. Muss es leider so sagen. Ja, bleibt da drüben. Bleibt da drüben, wo ich meine Augen hinsetzen. Genau da bleibt ihr. Nein, du bleibst hier. So ist gut. Oh Lord. Da hat er mich erledigt. Der... weiß gar nicht, wer es war. Ich sehe jetzt da an der Seite nicht wirklich viel brauchbare Sachen, außer 99 Schlüssel. Ihr frisst eine Megabombe. Ist noch eine Megabombe. Noch eine Megabombe. Das ist nix. Ab dafür. Brimstone, wir sind Brimstone, wir sind Brimstone. Grünes Brimstone. Wie viel Damage macht... was ist das denn? Ich bin super langsam. Ich bin super langsam. Was ist das denn? Die Stats sind ja ekelhaft. Was ist das denn hier alle? Was habe ich denn da gemacht? Was ist das denn ekelhaftes? Kann ich das explodieren lassen oder so? Ah, okay, jetzt geht's von selber weg. Yo! Ich bin viel zu langsam. Die ganzen Dinge, die gleich noch kommen, wenn ich wegrennen muss, keine Chance. Das war bei euch. Es war nicht bei euch, wollte ich sagen. Das war bei euch. Genau, ich höre jetzt, wenn bei euch ein Sound kommt. So ein Ding ist das. Ah, ich muss mal kurz kratzen hier. So. Aua! Auch irgendwie ein komischer Brimstone. Irgendwie ist der nicht so stark wie sonst. Wahrscheinlich liegt es am Damage. Ja, es muss am Damage liegen. Ist auch so ein grüner Brimstone. Aber ich glaube, das ist einfach, weil ich dieses Gifting mit eingesammelt habe. Also, ich habe gar nichts eingesammelt, ich habe es halt im... Ja, genau, das meinte ich. Die Dinger, die ich wegrennen muss... Ja! Chancenlos! Ich bin so langsam, was soll ich tun? Ich bin viel zu langsam, holy shit. Ja, okay, ist okay. Okay. Ach, komm schon, okay. Also diese Woche wird wohl geprägt sein von wir spielen die ganze Zeit Mega Satan und schaffen es nicht. I'm sorry. Okay, wir haben die Time Watch Dings, die Stopwatch wollte ich sagen, die richtige. Das heißt, sobald ich einmal getroffen werde, glaube ich, hat die schon den Effekt, ne? Ja, so viel dazu. Oder ist die jetzt schon aktiv? Bin mir nicht sicher. Aber wir haben halt furchtbaren... Ja, wir haben halt überhaupt nichts an brauchbaren Schüssen. Oh, das ist so schlimm. Oh, aber wir haben diese Giftaura. Kann ich da eigentlich zu ihm hin? Und dann... Nee, kann ich nicht. Schade. Dachte, ich könnte vielleicht was.
Okay, ich wollte kurz testen, ob ich durch die Gift-Aura Mumeln wegen Geld geben will. Bin ich nicht. Hätte ja sein können. Also nach der Challenge kann ich Satan nicht mehr. Nee, komm, ich hab da keine Sicht. Ich will hier OP rein. Was bin ich denn jetzt wieder? Okay, wir schießen relativ normale Tränen. Damage ist nicht so. Was haben wir da alles? Keine Ahnung. Die 4. Wait, ist die 4 nicht das Symbol für Pluto? Das sind Planetensymbol. Nee, ist das Pluto? Nee, hier Jupiter ist das. Oder? Jetzt kommt hier mein Planetensymbol-Kenntnis. Das sind Planetensymbole, richtig? Das eine sind Sternzeichensymbole, das andere sind Planetensymbole. Ich habe jedenfalls diese 4. Ich habe keine Ahnung, was sie macht. Aber das ist, ich glaube, das ist das Symbol für Jupiter, hätte ich jetzt gesagt. Das kenne ich doch noch aus Sailor Moon. Da hatten die doch ihre Symbole dann immer. Passend. Oder so. Ach, I don't know. War das ein Grund, dass ich so fett bin? Kann ich irgendwas damit anfangen? So bin ich halt einfach fett. Und es nützt mir... Aua! Und es nützt mir im Moment nichts. Ja, aber wir machen ganz gut Schaden, würde ich sagen. Dadurch, dass wir manchmal so einen Vielfachschuss, genau, diesen Vielfachschuss haben. Oh, aber das Insane war wirklich bisher der Mann mit dem Messer, der war bisher insane. Wo wir einfach dieses Item hatten, wo ich ausweichen konnte. Wo ich einfach winzig war und ausweichen konnte. Also was heißt, ich musste nicht mal ausweichen, ich konnte nicht getroffen werden. Bleibt dabei, das war der insaneste One bisher, den wir hatten. Ja gut, das war auch der einzige, wo wir jemals in Sheol angekommen sind. Beziehungsweise in den Herzräumen. Aber was soll's. Energietechnisch sieht ja alles noch ganz in Ordnung aus. Wir kommen auch ganz gut weg. Wir sind nicht zu langsam, auch wenn ich fett bin. Ja, das wollte ich jetzt nicht. Muss nur aufpassen, dass ich keinen Brimstone abbekomme. Sagte er und bekommt Brimstone ins Gesicht. Oh, da war die Map zu Ende. Junge, was... Was tut er? Hat irgendwie Blähungen, habe ich den Eindruck. Wir lernen so viele Items kennen auf die Art und Weise. Das ist im Prinzip jetzt sogar ein legaler Spoiler, ne? Weil ich meine, die Items sind ja in der Challenge mit enthalten. Und so kommt man die halt mit. So lerne ich jetzt zum Beispiel, dass es Items gibt, die Planetensymbole, so wie die Sternzeichensymbole. Ich habe keine Ahnung, wie man an die rankommt, ob die einfach auch in Itemräumen auftauchen können. Ne, man musste ja die Sternzeichensymbole auch erstmal freischalten, oder? War da nicht irgendwo? Oh mein Gott. War da nicht irgendwas? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, da war irgendwas. Ja, das war's. Das war es. Aus der Challenge komme ich nicht. Aus der Nummer komme ich nicht raus. Ist okay. Letzter Versuch. Für diese Aufnahme. Oh, ich habe das Ding wieder. Wenn ich jetzt nicht gleichzeitig das blöde Brain habe,
dann ist eigentlich alles cool. Weil mit dem kann ich schön hier... Kann ich schön rein... Okay, der Schaden ist nicht so insane. Aber ist okay. Ah, ne, das Schöne ist, ich kann jetzt hier... Mist. Oh, mach ich damit überhaupt? Ja, ich mach damit schon Schaden. Aua. Aber ich muss schon direkt reingehen mit der Spitze. Aber ich glaube, der Schaden ist nicht so gut, wenn ich mir das so angucke. Brimstone. Oh, da sind wieder die kleinen Isaacs auch. Die habe ich noch nie verstanden, aber es ist egal. Die sind einfach da. Die scheinen halt auch einfach die Gegner anzugreifen, wo auch immer sie sind. Ich weiß noch nicht, woher die kommen. Ob das mit der Zeit einfach immer mehr werden oder mit jedem Treffer kommt ein Isaac aus mir raus. Keine Ahnung. Aber ja, tatsächlich, mit jedem Treffer kommt ein Isaac aus mir raus. Aber wahrscheinlich gehen die auch irgendwann wieder kaputt. Was ist das denn? Wahrscheinlich verabschieden die sich aus. Alter, was ist das? Ist das von mir? Oder muss ich dem ausweichen? Sehr gut. Sind wir schnell genug, ist die Frage. Ja, sind wir. Okay, das scheint ihn zu treffen, was auch immer das war. Wie lange dauert es? Aua, das war doof. Jetzt habe ich richtig viel Schaden genommen. Den ich nicht nehmen wollte. Brimstone! Nice. Oh. Aua. Nein, das war dumm. Warum habe ich das gemacht? Nein. Nein. Ich kann gerade in viel zu viele Sachen rein. Der Typ muss weg, der muss weg. Nee, der andere. Der da. Du musst weg. Ja, aber nicht. Oh Gott. Nicht indem ich sterbe. Das ist nicht gut. Okay. Brimstone! Jetzt heißt, dass ich Wave habe, deswegen mache ich nur immer nur einen halben Schaden. Okay, wir sind, glaube ich, jetzt mal wieder bei den Engeln angekommen, aber es nützt mir nichts, weil hier komme ich nicht durch. Ich habe ja nur noch jetzt ein halbes Herz. Also ein Herz. Ja, das sind die Engel. Das schaffe ich nicht. Ja, nee. Schade. Ich meine, wir wären fast wieder mal bei der Totenkopfphase sozusagen gewesen, nenne ich es jetzt mal. Aber. Ja, so bringt es halt nichts. Ja, scheiße. Immer noch zu schwach. Immer noch zu schwach. Eieieiei.
Ich brauche irgendein Projekt die Woche, was Isaac. Also was anderes, Weil das nur das die Woche ist bisher nicht so gut. Aber bisher haben wir jetzt vier Folgen. Vier Folgen. Immer das Gleiche. Mit halt neuen Items. Immer eine neue Kombination, aber ich versag jedes Mal aufs Neue. Ja, gut, das ist noch nicht optimal. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.